Run and Bike Klappe die zweite. Zwei trifft es recht gut, denn bei der ganzen Veranstaltung, die vom SC Tegeler Forst organisiert wurde, ging es darum, gemeinsam zu zweit durch das Ziel zu kommen. Der Lauf war super, der war auch total anstrengend, viele Höhenmeter drin, aber hat total viel Spaß gemacht. Super Läuferfeld, super Team. War ganz klasse. Wurde uns als sehr schwer vorher angekündigt, ging aber. War schon interessant. Also wir kannten ja die Strecke vom letzten Jahr. Es ist wellig, ganz anspruchsvoll und der Sand war halt heute wirklich tief, weil es so trocken war. Mit dem Fahrrad oder doch zu Fuß? Es durfte im Team frei entschieden werden, wer welche Möglichkeit nutzt. Auch durfte während des Laufes so oft wie möglich gewechselt werden. Das Besondere ist einfach der Team-Spirit, dass man sich aufeinander verlassen muss, dass man immer guckt, wo ist der andere, dass der andere auch sagt, wenn er nicht mehr kann, dass man wechselt, dass man die Wechsel auch schnell macht, ja, dass man sich aber einfach immer aufeinander verlässt. Die Sandwege, würde ich sagen, dass der Fahrradfahrer halt wirklich auch schieben muss, absteigen muss und es macht es halt ein bisschen anstrengender. Circa 160 Zweierteams, weiblich, männlich oder mixed, konnten im Vorfeld entscheiden, welche Streckenlänge im Tegeler Forst bewältigt werden soll. Zur Auswahl gab es 10,5, 21 oder 42 Kilometer, also für jeden Freund der Bewegung etwas dabei. Wir freuen uns sehr, dass noch mehr Teilnehmer dieses Jahr gekommen sind bei diesem ganz guten Wetter, was wir hier erwischt haben. Und die Stimmung ist toll, wir haben tolle Zeiten wieder und wir freuen uns auch auf den nächsten Lauf im nächsten Jahr. Auch wenn es überwiegend um den Spaß an der Bewegung ging, konnte ein Zweierteam zum zweiten Mal den ersten Platz bei der 42 Kilometer langen Run-and-Bike-Strecke holen. Dieses Jahr hat das männliche Team sogar den eigenen Rekord geknackt. 13 Sekunden pro Kilometer schneller, also es waren insgesamt 5 Minuten. Ja, wir sind zufrieden. Also wir haben dieses Jahr schon ein Rennen ganz knapp verloren und da wollten wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal einen Sieg holen im Run-and-Bike. Und ja, hat ja geklappt. Der SC Tegeler Forst bietet noch weitere Laufveranstaltungen an. Kommt vorbei, sonst heißt es warten bis zum dritten Run and Bike.